Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guild Wars 2 Abenteuer aus dem echten Norden. Und heute wieder nur mit mir, der GB und ohne René. René will Wasser. Wasser. Ja, René steht neben mir, aber er ist mal wieder nicht direkt in der Aufnahme dabei. Weswegen wir heute weiterhin uns der Keilerei beweisen wollen. Und wir suchen nach einem Herrn Blutlasser. Das ist ein Char. Und der Herr Blutlasser, der führt die ersten Duelle aus. Und ist, glaube ich, Veranstalter. Deswegen gucken wir mal, ob wir ihn hier finden. Die Geschichte wollen wir fortsetzen. Ja. Und das diesmal ohne René. Dann gucken wir mal. Das Halbfinale. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, hoffentlich haben die was auf die Kasten, die Herren und Damen, die daran teilnehmen. So muss ich hin. Da links. Uiuiuiui. Schafft euren schweiflosen Rumpf hierher, Bezwingerin. Was? Was? Ich muss mit euch reden. Ach, da ist er. Baltheus Blutlasser, ich komme zur großen Keilerei. Hier habe ich die Marke für den Abschluss der zweiten Herausforderung. Glückwunsch, ihr seid dabei. Willkommen im Halbfinale. Von jetzt an wird es hart. In diesem Abschnitt der großen Keilerei geht es immer einer gegen einen. Es gibt drei Runden und zwei Regeln. Nicht den Ring verlassen und keinen töten. Klar? Klar. Drei Runden, drei Siege, drei Schritte näher an Mikkel Teufersson, um ihm für immer das Maul zu stopfen. Den Kerl könnt ihr wirklich nicht leiden, was? Ich musste mir auch schon seine Prahlereien anhören. Ich hoffe, ihr nagelt ihm die große Klappe zu, falls ihr das Halbfinale packt. Böse. Ganz, ganz, ganz böse. Okay, wir gehen jetzt in den Ring und sagen ihm Bescheid. Und dann geht's nämlich los, denn wir haben uns für die zweite Runde qualifiziert. Willkommen im Halbfinale der großen Keilerei. Wer geht daraus hervor als Chaoskönig von ganz Tyria? Als erstes sehen wir ein Talent aus dem eisigen Holbrak. Begrüßt die Bezwingerin des Eiswurms Isormir. Als nächstes von den Seraphen verfolgt, von Menschen gefürchtet, Kultur Schreckensmut. Zwei Kämpfer, beide siegeshungrig, beide blutdurstig. Kontrahenten, macht euch bereit und kämpft! Ich verlange einen Gegner, der meiner Stärke würdig ist! Ja, dann sind wir genau der richtige Part. Warum kriegen wir eigentlich nicht so eine coole Vorstellung? Die stellen sich dahin und ja, wir werden überhaupt nicht vorgestellt, der Mannschaft. So, wir haben ja auch was auf dem Kasten. Und was mich noch ein bisschen irritierte, war, dass der Char diese Veranstaltung hier macht. Dadurch, dass es ja eigentlich vorher die Keilerei wohl ein ausschließliches Norn-Event war. Habt ihr den Schlag gesehen? Ja, toller Schlag. Der Typ, der rennt mir eigentlich nur hinterher und mein Bär macht nicht allzu viel. Aber ich kann ihn immer wieder so ein bisschen wegschicken. Ja, ich reiß ihn eher an Fetzen. Ich kann ihn so ein bisschen nach hinten katapultieren oder mich ein bisschen von ihm wegbewegen. Und gelegentlich schafft mein Bär dann doch nochmal ihn zu bekommen. Recht. Oh, er blockt auch sehr gut. Aber wenn ich ihn da unterbreche und kicke, dann ist es kein Problem. Glückwunsch zum siegreichen Abschluss der Runde 1. Danke, danke. Die Spinnerin von Isormir. Danke, danke. Es geht gerade erst los. Bleibt, wo ihr seid. Sonst verpasst ihr den Wahnsinn, der in Runde 2 losbricht. Wirklich gut gekämpft. Da musste selbst ich aufpassen. Okay, ich bin bereit. Unsere Narrenhoffnung hat wohl Lust auf mehr. Wer ist noch bereit für Runde 2? Na, wer kommt jetzt in die Runde? Unsere Silvari-Teilnehmer. Hübsch wie eine Blume, eine fleischfressende. Willkommen, Kaheris. Kaheris. Hier haben wir zwei Kämpfer. Beide ihrer Macht gewiss, beide erpicht zu beginnen. Macht euch bereit und kämpft. Na, mal sehen, was die Folgt drauf dem hat. Wind, wohin er euch auch weht. Die war mit ihren Ratschlägen am Anfang des Kampfes. Oh, oder bin ich gerade aus dem Ring rausgegangen? Ja, die Kaheris, die charge ganz schön an. Und die hat einen ganz fiesen Feuer-AOE. Also sie legt so eine Feuerfläche auf den Boden. Die macht auch sehr gut Schaden. Ich muss weitermachen. Wunden dürfen mich nicht aufhalten. Und die ist sehr wuselig. Also sie ist eine Magierin, sieht man ja gerade. Und
sie ist ganz, ganz schwer wegzukriegen. Sie ist wie so eine Klette. Sie ist sehr schnell, sie ist flink und ja, von ihr wegzukommen ist auch schwierig. Das schaffst du eigentlich nur in dem Moment, wo sie ihre Feuerfläche legt. Ich sag mal, Baumfeld. Aber auch das kein Problem. Denn das war's wohl. Runde 2 geht an den Bezwinger. Ja, das bin dann ich. Das Beste kommt erst. Noch ist Zeit für letzte Wetten, aber eilt euch. Runde 3 geht gleich los. Also ich würde die auf mich setzen, das ne? Das war ein guter Kampf, aber ich sehe, ich habe noch viel zu lernen. Die stapft da so weg, so. Ich bin verwundet. Na gut, wir haben noch einen letzten Gegner. Wer wird das sein? Dann schauen wir mal. Reden kann jeder. Welch beeindruckendes Beispiel kämpferischen Könnens. Kann's noch besser werden? Aber ja! Unsere letzte Teilnehmerin ist so tödlich, dass selbst Geister sie fürchten. Applaus für Sparta Großklinge. Okay. Das ist eine Sie? Das Vieh sieht eher so muskulös aus wie ein Er. Euch bereit und kämpft! Ihr solltet mir auf Knien danken, dass ihr überhaupt gegen mich antreten dürft. Haha, die ist sehr biestig, aber sie darf das ja auch, denn sie ist ja ein Wildtier. Fress Schmerz! Also kann aber nichts. Macht gibt mir die recht. Lässt sich tatsächlich von meinem Bären spotten. Das sind doch keine Gegner für einen Krieger. Ja, sie rennt so ein bisschen hinterher, aber wirklich zugeschlagen hat sie auch noch nicht. Da jetzt hat sie meinen Bär wieder, weil ich mich damit sicher nicht so fürs im Stealth daraus bewegt. Ich kann sie aber gleich wieder nach hinten schleudern. So, piu. Da ist sie hinten gelandet. Die schafft in der Zeit gar nicht anzukommen. Und wenn sie charged, sieht man das auch. Wenn sie es vorhätte. Kann man schön schnell ausweichen. Ja, die backt sich jetzt hier einfach nur in den Zaun rein. Ja, das ist ja jetzt doof. Ja, die ist verbuggt. Ihr könnt nicht großartig. Gewinnen. So, da klatscht schon mal. Das war's auch schon wieder. Lächerlich. Ihr habt eine glänzende Zug. Na, die will einen noch Honig ums Maul schmieren. Nee. Gar nicht übel. Bin beeindruckt genug, um einen großen Stapel Münzen auf euren Sieg gegen Teuvorson zu setzen. Enttäuscht mich nicht. Keine Sorge, die Wette gewinnt ihr. Der Kerl geht mir schon lange auf die Nerven. Und das zahle ich ihm 10-fach heim. Oh, bevor ich's vergesse. Ich habe eine Nachricht für euch von Ersti Galkin. Sie sagte, ich soll sie euch ausrichten, wenn... nicht falls ihr diese Runde gewinnt. Sie will, dass ihr vor dem letzten Kampf zu ihrer Heimstadt kommt. Kennt ihr sie gut? Wenn ich eine Kämpferin wie sie verpflichten könnte, könnte ich mich früh zur Ruhe setzen. Ich glaube, sie nimmt nicht mehr an Turnieren teil, aber ich richte es ihr aus. Ich danke euch, Baltheus. Wir sehen uns in der Endrunde. Ja, damit ist uns der Kampf gegen Mikkel sicher und Ersti Galkin hat sogar definitiv unterstrichen, dass wir diesen Kampf hier gewinnen werden. Die hat keine Sekunde an uns gezweifelt. Von daher auch noch ein großes Lob. Wir haben jetzt ein Level up gehabt und haben zeitgleich auch noch die Aufgabe fertig. Und eine neue Hose, die leider, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen wie eine Lederhose wirkt die gerade. Also die müsste ich dann noch entsprechend umfärben oder, ja, mal gucken, was ich draus mache. So wirklich hübsch ist die jetzt leider nicht. Vielleicht wirkt es auch an der Farbe, okay? Rot wirkt auf dieser Hose noch eher fast wie so ein ziemliches Dunkelrot. Na gut, wir lassen das erstmal so und schauen noch, ob wir hier eine tolle Belohnung haben. Hier ist doch was. Das sind doch neue Handschuhe. Ja, die sind ein bisschen, ja, von den Texturen ein bisschen schöner gestaltet. Was gibt's noch? Okay, das ist auch besser. Das ist für Unterwasserkämpfe. Hatten wir bislang noch nicht so das Vergnügen mit. Aber verwüstete, okay, ist nicht besser. Habe ich hier noch was? Okay, das nicht. Nee. Na gut, immerhin eine Hose, neue Handschuhe und eine Unterwasserwaffe. Kampfkombination. Er schafft zusammen mit Fertigkeiten anderer Spiele Kombinationen im Kampf. Einige Fertigkeiten wie der Flammenwand des Elementarmagiers erschaffen Felder, die dafür sorgen, dass durchfliegende Projektile zusätzlich Schaden durch Brennen verursachen. Schaut euch eure Fertigkeiten an, um eure Kombofelder und Komboschlüsse zu sehen.
Das ist ja ganz cool. Das heißt also, wenn René jetzt eine Feuerwand aufstellt und ich da durchschieße, dann fangen meine Projektile Feuer. Also wenn es da noch mehr solche Kombos gibt, finde ich das ziemlich cool. Gerade so auch für PvP und Co. ist das natürlich optimal, wenn man da so ein bisschen zusammenstellen kann. So, damit haben wir die Keilerei aber jetzt gemeistert. Wir haben es geschafft und René ist auch gerade fertig geworden. Also wird in der nächsten Folge Mikkel dran glauben müssen. Und ja, René hat auch ein neues Outfit. Sexy. Guckt euch mal die Schlitze in der Hose an. Sexy, sexy, sexy. Das sieht doch gut aus, oder? Also ich finde es ganz schick. Mir gefällt das sehr gut. Aber gut, wie und wann es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und ich denke mal, morgen übermorgen kommt die dann auch schon online. Ich bedanke mich, dass ihr in dieser kurzen Runde mit dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.